Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Und von Möller Manlift, Ihrem Partner für Höhenzugangstechnik. IHK Würzburg-Schweinfurt. Herzlich willkommen zu IHK TV, dem mainfränkischen Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt. Wir sind heute in Würzburg und wir gehen einkaufen, und zwar in den Unverpackt Würzburg-Laden. Der hat so ziemlich alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, nur halt die Verpackung. Die muss man selber mitbringen. Mehr dazu jetzt, und das sind weitere Themen der Sendung. Einsatz für die duale Berufsausbildung. Die IHK ehrt verdiente Prüferinnen und Prüfer. Sonnige Aussichten. Mainfrankens Betriebe machen gute Geschäfte. Die mainfränkische Wirtschaft vergibt Förderpreise an die Würzburger Universität und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Finanzplatz Mainfranken. Geldinstitute zwischen Bankenregulierung und Niedrigzins. Im Unverpackt Würzburg ist sie die Gründerin und die Inhaberin, Susanne Waldmann. Schön, dass wir da sein dürfen. Wie funktioniert denn dieses Konzept Unverpackt? Unverpackt funktioniert so, dass die Kunden ihr eigenes Gefäß mitbringen, es hier auf der Waage tarieren, dann einfüllen, zu mir an die Kasse kommen und ihren Inhalt bezahlen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach den Vorschriften, nach der Hygiene, der Sauberkeit, den Standards, den DIN-Normen. Wie wird das geregelt? Also ich habe die Lebensmittelbehörde schon von Anfang an mit im Boot gehabt. Die kamen hier schon, bevor die ersten Bins da waren, und haben sich das erstens durchgelesen, das Konzept, angeguckt, was ich hier machen will, waren dann auch vor Ladeneröffnung nochmal da. Es funktioniert so, dass die Sachen in großen Säcken kommen, sie hinten im Lager quasi in die Bins gefüllt werden und die dann hier die Ware ja überhaupt nicht mit dem Kunden in Berührung kommt und der Kunde sein Gefäß drunter hält und das ins eigene Gefäß einfüllt. Bei der Butter ist es so, dass wir das Gefäß des Kunden nur deshalb über die Theke nehmen dürfen, weil wir ein Tablett unten drunter haben. Das steht auf der quasi Theke oben drauf und dann dürfen wir es hinten auf unsere Arbeitsfläche nehmen, weil es unsere Arbeitsfläche nicht berührt. Genau, und weil wir mit unserem Messer auch das Gefäß des Kunden nicht berühren. Und so sind wir alle auf der sicheren Seite und können das machen hier. Sie haben im März 2017 eröffnet, aber schon weit vorher haben Sie Ihre Kundschaft quasi herangezogen, und zwar mit Hilfe der sozialen Medien, mit Facebook. Wurden denn diese ganzen Fans dann tatsächlich auch zu Kunden? Naja, also ich denke, ich bin im Grunde nur die Transportstelle von der Ware zum Kunden. Es ist gar nicht mein Laden, sondern der Laden der Leute, und die Leute haben daran teilgehabt, wie er entstanden ist, haben Wünsche äußern können und kommen jetzt auch, ja. Hatten Sie erwartet, dass das so gut funktionieren würde? Also war die Zeit vielleicht einfach reif für so einen Laden in Würzburg? Hat sich das Bewusstsein der Menschen verändert, dass sie genau so etwas nachfragen? Ja, also es kommen hier ganz viele, wenn sie zum ersten Mal reinkommen und sagen, endlich, also so als hätten sie schon lange drauf gewartet. Und das ist sehr schön, weil das entspricht auch dem, wie es mir ging. Ich habe lange gedacht, ich kaufe zwar Bio ein und ich versuche nachhaltig zu leben, aber mein gelber Sack ist voll. Und ich glaube, das ist in ganz vieler Leute Bewusstsein, dass nachhaltig leben nicht nur bedeutet, ökologisch erzeugte Waren und regionale Waren, sondern auch Verpackungsmüll sparen. Also zu gucken, wie man es möglichst wenig verpackt bekommt. Jetzt ist die Gründungsphase noch nicht so lange her, aber denken Sie schon an die Zukunft, an die Weiterentwicklung? Was sind die Visionen für den Unverpackt Würzburg-Laden? Ja, er soll uns tragen, der Laden. Also das ist die Zukunftsversion, die nächste quasi. Vielen Dank soweit. Wir sprechen gleich nochmal über diese Gründungsphase. Und zunächst aber noch für Sie, liebe Zuschauer, Nachrichten aus der mainfränkischen Wirtschaft. Und da beginnen wir in Schweinfurt. Verdiente Prüfer und Ausbilder wurden geehrt.
IHK-Präsident Otto Kirchner bezeichnet sie als das Rückgrat unseres Bildungssystems. Gemeint sind die Ausbilder und Prüfer, deren Engagement im Rahmen einer Feierstunde in der IHK in Schweinfurt gewürdigt wurde. Dabei erhielten 21 Prüferinnen und Prüfer die IHK-Ehrennadel in Gold. Sie sind seit 20 Jahren in mindestens einem Prüfungsausschuss aktiv. Die Praxisnähe, den Praxisbezug, den bringen diese ehrenamtlichen Prüfer ein. Damit stellen wir sicher, dass die duale Ausbildung nicht an den Bedürfnissen vorbeigeht. Rund 2400 aktive IHK-Ausbildungsbetriebe bilden fast 10.000 Auszubildende in ganz Mainfranken aus. Rund 4.000 Ausbilder vermitteln ihnen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für das Berufsleben. Vier dieser Ausbilder zeichnete das Bayerische Wirtschaftsministerium mit einer Urkunde aus, überreicht durch den Regierungspräsident von Unterfranken, Dr. Paul Beinhofer. Eine Anerkennung für den langjährigen Einsatz für die berufliche Ausbildung. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist die Ausbildung der Kollegen von morgen eine wichtige Zukunftsaufgabe. Ich gehe mal davon aus, dass es im Eigeninteresse der Unternehmen ist, diese Ausbildungen weiterhin auf dem Niveau zu halten. Und dadurch hoffe ich auch sehr, dass dann die Ausbilder zur Verfügung gestellt werden. Jedes Jahr finden bei IHK-Berufsausbildungen in Mainfranken fast 8000 Zwischen- und Abschlussprüfungen statt. Dazu kommen weit über 2000 Weiterbildungsprüfungen. Mainfrankens Wirtschaft im Allzeithoch. Das zeigt die aktuelle Konjunkturanalyse der IHK Würzburg-Schweinfurt. 96% der befragten Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend. Nationale und internationale Unwägbarkeiten beeindrucken die heimische Wirtschaft wenig, so IHK-Referentin für Konjunktur und Statistik Elena Fürst. Über ein Viertel der Betriebe geht davon aus, dass sich die Geschäftslage weiter verbessert. Den mit 35.000 Euro dotierten Universitätsförderpreis der Mainfränkischen Wirtschaft überreichte IHK-Präsident Otto Kirchner an Professor Dr. Wolfgang Lehnhardt vom Institut der Psychologie der Uni Würzburg. Es wird für die Entwicklung eines Verfahrens verwendet, das die Objektivität der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom deutlich steigern soll. An der Realisierung sind auch Praxen und Unternehmen aus der Region beteiligt. Der Universitätsförderpreis der Mainfränkischen Wirtschaft wird seit 1982 vergeben. Über 1 Million Euro wurden schon in vielversprechende Forschungsprojekte ausgeschüttet. Auch die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt erhielt eine Förderung der Mainfränkischen Wirtschaft. Der mit über 2.500 Euro dotierte FH-Förderpreis ging an Professor Dr. Gordana Michos. Die Professorin für Maschinenbau forscht an der Effizienzsteigerung von Werkzeugmaschinen. Diese sollen ihren menschlichen Bedienern zukünftig selbstständig über ihren momentanen Zustand informieren, zum Beispiel über Verschleiß. Ein typisches Beispiel für Industrie 4.0. Im Interview ist jetzt noch einmal die Gründerin und Inhaberin von Unverpackt Würzburg, Susanne Waldmann. Das war ja in Ihrer beruflichen Laufbahn nicht unbedingt vorherzusehen und vorhergezeichnet, dass Sie einmal einen Laden gründen würden. Ja, also eigentlich komme ich aus der sozialen Arbeit, habe aber mich schon immer mit Nachhaltigkeit irgendwie beschäftigt und alle gequält mit gesundem Essen. Und habe dann letztes Jahr durch eine Freundin einfach so die Initialzündung bekommen, die gesagt hat, na, wäre das nichts für dich? Und das war eine schöne Vision. Und gleichzeitig habe ich mich, glaube ich, lang genug über Plastikmüll geärgert. Mhm. Ja. Und dann haben Sie sich irgendwann einfach getraut und haben sich informiert. Wie mache ich das denn? Wie gehe ich das dann an mit der Selbstständigkeit? Was haben Sie da unternommen? Ja, also zuerst habe ich im Internet mir alle Unverpacktläden angeguckt, die es so gibt. Dann bin ich nach Mainz gefahren in den Unverpacktladen. Und der hat mir sein Konzept gegeben und hat mich einen Tag teilhaben lassen. Und dann habe ich angefangen, eigenes Konzept zu schreiben. Und dann sind ganz, ganz viele Fragen aufgetaucht. Und ich habe gemerkt, da weiß ich nichts. Und da bin ich auch irgendwie so, oh, wie macht man das? Und dann habe ich bei der IHK angefragt. Eine gute Freundin hat gesagt, sie hat quasi auch über die IHK quasi so ein Gründungsseminar gemacht und eine Beratung. Und das hat ihr total geholfen in der Selbstständigkeit. Und dann habe ich so einen Gründungstag in Schweinfurt mitgemacht. Ja, und da festgestellt, ich habe schon ganz viel gemacht und es ist gar nicht mehr so ein Riesenschritt. Und die Details haben noch gefehlt.
Also erstmal viel Know-how eingesammelt und Beratung in Anspruch genommen, aber irgendwann kommt der Punkt, da braucht man dann nicht nur Wissen, sondern auch Geld. Wie haben Sie denn die Finanzierung verwirklichen können für das Geschäft? Ja, auch wieder mit der IHK zusammen. Da war ich auf so einer Gründungsmesse und habe jemanden von der Sparkasse getroffen. Und die IHK und die Sparkasse haben mich dann gut begleitet, um einen KfW-Kredit zu bekommen, und ein bisschen Eigenkapital musste ich dann auch noch gucken, wie ich irgendwie zusammenkriege. Das hat dann geklappt, ja. Vielen Dank für die Informationen. Alles Gute für das Geschäft weiterhin. Ja, und wir bleiben beim Thema Finanzierung. Die kleinen Unternehmen, wie zum Beispiel eben auch dieses Geschäft hier, verfügen meist nicht über so ein dickes finanzielles Polster. Und neben zum Beispiel staatlichen Förderungen ist vor allem eben so eine funktionierende Bankenlandschaft wichtig für Vorhaben von kleinen und mittleren Unternehmen. Aber die Finanzwelt, die befindet sich selbst im Umbruch. Wo geht's hin mit dem Finanzplatz Mainfranken? Das war das Thema einer Informationsveranstaltung im Technologie- und Gründerzentrum in Würzburg. Drei Herausforderungen sind es, mit denen sich der Finanzplatz Mainfranken derzeit konfrontiert sieht: Niedrigzinsphase, die fortschreitende Digitalisierung und die Vorschriften der Bankenregulierung. Dr. Christian Fahrholz vom DIHK, der Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern, ist Spezialist für diese Fragen. Er unterscheidet dabei zwischen den Großbanken und den regionalen Finanzinstituten. Großbanken haben ein standardisiertes Produkt, ein standardisiertes Verfahren und können ihre Größenvorteile ausspielen, und das ist auch gut. Aber jedes Unternehmen vor Ort hat so seine Eigenheiten. Und sie brauchen als regionales Finanzinstitut den Spielraum, auch diese Einheiten berücksichtigen zu können. So. Und die Stärke einer Regionalbank ist eigentlich, dass es die Fähigkeiten zur Kreditwürdigkeitsprüfung ausspielen kann. Dafür muss aber der regulatorische Rahmen da sein. Und daran mangelt es momentan. Als Reaktion auf die Bankenkrise wird vom Gesetzgeber versucht, alles in Zahlen zu pressen. Doch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken müssten die Möglichkeit haben, ihre Vorortkenntnis auszuspielen, zum Wohl der regionalen Wirtschaft. Ein Problem, das sich gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie Existenzgründern bemerkbar macht. Im Gegensatz zu den großen Unternehmen haben sie Probleme, an günstiges Geld zu kommen. Kenntnisse über die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung sind daher wichtig. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, positiverweise auch Kredite sind nach wie vor mit der wichtigste Faktor für die Gründung. Aber es gibt neue Themen, Beteiligungsmöglichkeiten, Crowdfinancing, verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt eine ganze Klaviatur an Maßnahmen, die man spielen kann und auch spielen muss bei der Gründung. Den Abschluss der Informationsveranstaltung der IHK Würzburg-Schweinfurt bildete eine Diskussionsrunde mit Teilnehmern aus dem Bankenwesen, Unternehmen und Wissenschaft. Sie waren sich einig, dass das deutsche System aus Privatbanken, Genossenschaftsbanken und öffentlich-rechtlicher Sparkassen ein Erfolgsgarant für die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen sei. Und das war IHK-TV für heute. Ich verabschiede mich aus dem Unverpackt-Laden Würzburg und wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal. IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg und von Möller Manlift, Ihrem Partner für Höhenzugangstechnik. Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt.